Hallo und herzlich willkommen zur Folge 128 von Gothic 2 The Dark Saga. Wir sind zurzeit beim Wächter der Festung und ich... Danke. Vielen, vielen Dank. Ich krieg direkt auf den Deckel. Ist da in der Ecke doch tatsächlich ein Skelettmagier? Nein! Hier kommt man aber auch nicht gut um den drum rum. Problem ist... Problem ist, da sind ja auch noch Dämonen, ne? Nein! Ach, die sind... Oh! Das wusste ich gar nicht, dass die immun sind. Dann haben wir hier ein kleines Problem, denn der Skelettmagier ist aggro, aber da drin ist auf jeden Fall ein Dämon. Der wirklich keinen Schaden bisher, gut, war auch zu weit weg. Schwierig. Wobei gar nicht so sehr. So, lass mal den das mal ganz kurz regeln. Wir gucken mal währenddessen, was da drin überhaupt vor sich geht. So, wo ist unser? Unser macht sogar den anderen nass. Sollte mal weiter Randale machen. Ich sehe wieder gar nichts. Hier sieht man ja wirklich null. Was ist denn hier wieder für ein Scheiß? Diese ewige Dunkelheit. Ah, der hängt da fest. Okay. Tragisch. Und das war's mit dem. Boah, der mich gerade erschreckt. Das ist ja unser eigener. So, ansonsten ist hier nix. Also der Wächter der Festung war wohl hier der Überboss. Den haben wir geplättet. Zwei Skelettmagier. Und dann nochmal, was waren es? Ich glaube zwei Dämonen und ein Dämonenlord. Das ist eigentlich eine gute Packung, mit der man auf einmal zurechtkommen muss. Das haben wir ganz gut nichts zu holen hingekriegt. Ansonsten ist hier gar nichts. Das war vielleicht fast eine Verschwendung für den Dämonenlord. Wobei, eigentlich nicht. Dämonenlord, sag ich schon. Beschworenem Dämonen. Jetzt machen Abgang. Danke für die 0 EP. Da ist nichts zu holen. Leider hat auch nichts dabei. Nichts zu plündern. So, aber wo ist jetzt der. Bin ich gerade bedeppert? Müsste nicht irgendwo hier irgendwas sein? Nichts zu plündern. So, da hinten fliegt dieser Kack durch die Gegend. Nichts zu plündern. Ring des dunklen Kriegers trägt eine uralte Inschrift in einer unbekannten Sprache. Hatte ich nicht irgendwas gesehen in der Entfernung? Ich komme mir gerade irgendwie ein bisschen bekloppt vor. Ich wollte sagen, da ist doch irgendwas. Aha. Aha. Nur auf der Seite. Wenigstens ist es da drin hell. Das ist ja schon mal etwas. Und noch ein Schatten oder was Skelett oder zwei. Das interessiert mich herzlich wenig. Verschwinden sie! So. Nichts zu holen. Auf jeden Fall eine coole Sache hier. Dann liegt etwas oder jemand. Ach, guck mal an. Das scheint ja auch so eine Art Easter Egg zu sein. Das Saga-Team. Jetzt können wir uns quasi auch nochmal persönlich bei den ganzen Herrschaften bedanken, die hier, ja, uns jene Mod präsentierten. Ohne Crawler-Plattenrüstung gibt es hier auch noch. Wisst ihr, was mich allerdings wurmt? Ich habe immer noch keinen Stein der Elemente. Und das war der einzige Grund, warum ich hier rein bin. Die Crawler-Rüstung ist übrigens gar nicht so gut. Und die zwei Elixiere des Lebens, die werde ich auch nicht nehmen. Denn wie gesagt, wir sind ja eigentlich auch nicht fair hier hineingekommen. Aber ich wollte es euch auf jeden Fall zeigen. Und es wurmt mich ehrlich extrem, dass ich euch halt nicht sagen kann, wie man
Ja, dieses eine Gitter öffnet. Das lässt mich unruhig schlafen. So, aber egal, wir haben ja hier die Telekinese, vielleicht haben wir was übersehen. Also es wirkt jetzt hier drin tatsächlich eher wie ein Easter Egg, als wie jetzt eine wirkliche Quest. Hier ist es wirklich arschdunkel. Ich sehe gar nichts. Oha, ein Kurzschwert. Ja, das kann uns aber relativ egal sein. Jo, hier ist nix. Hier ist kein Stein der Elemente oder so. Nee, das ist einfach nur ein Knopf, der diese Sonderkammer da hinten öffnet. Gut, ich meine, da gibt es halt 40 Lebenspunkte und eine Crawler-Plattenrüstung, die keiner braucht. Ich meine, die ist halt cool. Ne? Das ist halt die kultige Rüstung aus dem ersten Teil, aber. Jo. Das lässt mich jetzt Nichts zu tatsächlich holen. weiter Da ist nichts zu rätseln holen. bezüglich diesem Stein der Element. Ich wollte doch wirklich nur diese Quest erledigen. Das war mein großes Ziel. Also, entweder habe ich hier was verpasst. Übersehen. Oder es hängt mit den Jungfrauen zusammen, die ja hier auch noch rumlümmeln. Ich muss mit denen ja doch irgendwie reden. Man, schon komisch, dass es hier noch so eine Geistererscheinung gibt. Wobei die ist nicht mal in Geisterform, die hat sogar. Die wirkt sogar recht normal. Aber hier ist nichts mehr. Na, hier ist nur der Hund begraben. Alter, perfekt durch. Manchmal ist es einfach der Rhythmus, den man haben muss. So, hier geht's ja direkt wieder raus, ne? Oder doch nicht? Nee, noch nicht ganz, stimmt. Haben wir vielleicht doch noch irgendwas übersehen? Eigentlich nicht. Hier war nämlich nur das. Das hatte das nächste Tor geöffnet. Und tote Orks, das lag da. Ach, noch eine. Ja, Orks, komm. Mir doch egal. Und hier war auch nur ein Schalter für den nächsten Raum. Für die nächste Kammer. Und hier geht's dann raus. Tja, das mit dem Stein der Elemente hat entweder was mit der Hauptquest zu tun und ich bin hier komplett unnötig rein. Oder aber, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht besser. Ich hatte halt irgendwie gedacht, Stein der Elemente, so wie es der Schwarzmagier erzählt hatte, und hat ja auch sehr kenntlich gemacht, dass es mit der verdammten Festung in Verbindung steht. Und ich denke, das hier ist die verdammte Festung. Und deswegen hätte es auch Sinn gemacht, dass der Stein der Elemente dann am Ende dieses Dungeons auf uns wartet. Aber dem ist wohl einfach nicht so. Dem ist wohl einfach nicht so. Hier ist auch irgendwo ein Knopf oder so im Eck. Oh. Nee. Moment. Das ist bös versteckelt. Stopp. Das hat aber nicht das hier geöffnet. Da unten war ein Schalter drin und ich bin mir relativ sicher, dass ich diesen Schalter jetzt eben erst entdeckt habe. Da würde ich Geld verwetten für, dass ich hier noch nicht war. Halte mal, Waldemar. Da ist hier echt ein Schalter im letzten Eck. Aber was hat er gemacht? Oder war ich hier vielleicht doch schon?
kommt es mir gerade so fremd vor. Was könnte dieser Schalter bezweckt haben? Ja, vielleicht haben wir hier generell was kaputt gemacht, weil wir halt eh schon anderweitig das Tor geöffnet haben. Aber der Schalter hat doch irgendwas gemacht. Muss mich doch nicht veräppeln. Warum ist denn eigentlich das Gitter wieder unten? Das haben wir ja auf jeden Fall geöffnet. Da bin ich mir sehr sicher. Haben wir auch alles schon gelootet. Ich hätte jetzt halt gerne gewusst, ob ich den Schalter da hinten schon mal gedrückt hatte und falls ja, was hätte das gebracht, was hätte das bezweckt? Es müsste ja wieder irgendwas geöffnet haben. Was ist denn eigentlich hier? Wenn ich jetzt mit K durchgehe, was passiert dann? Ich bin im Torhaus. Und da soll man nicht rein, okay. Das ist eindeutig. Also unten war ein Schalter und ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass der dann das Gitter hier geöffnet hätte und ich würde sogar meinen, hier waren wir noch nicht. Ich nochmal drücken. Mist, ja, wie es ist, manchmal ist es ein bisschen verbuggt. Ich mach mal folgendes, ich speichere und lade mal neu. Vielleicht bringt es was. Aber ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall ist hier nicht einfach grundlos ein Schalter. Ich glaube, da können wir uns einig sein. Auch wenn ich jetzt hier dieses Rätsel immer noch nicht gelöst hatte. Ich dachte schon wirklich ganz kurz, die große Erleuchtung, da hinten ist ein Schalter versteckt und dann haben wir's. Aber leider scheint es doch nicht so einfach zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwo noch ein zweiter Schalter ist oder noch ein dritter. Und wenn die alle gedrückt sind, dann öffnet sich das Gitter und dann kommt man da weiter, dann kommt man da unten rein und dann darf man den untoten, uralten Festungswächter dann auch einen über die Rübe ziehen. Das jetzt hier bei diesem Dreckswetter zu machen, ist eigentlich auch eine blöde Idee. Ich glaube aber, alles in allem muss ich mich der verfluchten Festung geschlagen geben. Wir hatten hier ziemlich viele Rätsel, die meisten haben wir gelöst. Und theoretisch haben wir auch das letzte große Rätsel gelöst. Da haben wir halt nur ein bisschen bei einem Part nachgeholfen und das war halt eben dieses Gitter. Ich versuche es gerade so unkonventionell wie möglich hier ranzugehen. Noch mal ein bisschen was ausprobieren, aber es ist halt zum einen arschdunkel. Und hier kriege ich die Schwäche wieder ab. Auch im Torhaus, sogar mehrfach. Danke für nix. Okay. Ihr merkt, so ein bisschen will ich es schon lösen. Nach dem Schalter eben gerade. Vielleicht bringt der Schalter ja folgendes. Vielleicht ist jetzt die Jungfrau zu besiegen oder so. Ja, klingt ein bisschen bescheuert, aber die Mod ist halt einfach speziell, was das angeht. Auf der anderen Seite kann ich mir genauso gut vorstellen, dass das hier einfach halt so eine Falle ist. Ja, egal, was man drückt, am Ende kriegt man auf die Nase. Ich habe hier irgendeine Waffe, die besiegen kann. Ich will auch mal ganz kurz diese Eisklinge ausprobieren. Und tatsächlich, sie friert ein. Und sie tötet die Jungfrau. Und ich nehme sie Schaden.
ist hier doch sehr interessant. Nix, die hielt sich. Scheiß. Tja, das bringt alles nichts. Auf jeden Fall sehr interessant. Die wird auf genau ein Leben runtergedingst. Ja, die hat minus 1000 Schutz. Die soll unbesiegbar sein. Ja, die ist ziemlich unbesiegbar. Die ist ziemlich absolut unbesiegbar. Außerdem wollten wir ja die Eisklinge nicht benutzen. Weil die haben wir ja nicht fair erstanden. Aber mit der Waffe könnte man auf jeden Fall jedes 1 gegen 1 gewinnen. Ich kann das jetzt nicht machen. Der Dialog mit der dauert so ewig lang. Und leider steht davon auch nichts in der Komplettlösung. Generell, der ganze Part mit der verdammten Festung wird eigentlich ausgelassen. Ich habe jetzt nur noch eine Vermutung. Entweder ist der Ring, den wir von dem uralten Wächter haben, der Stein der Elemente, was irgendwie keinen Sinn macht. Aber es wäre die einzige Möglichkeit, die uns noch bleibt. Da haben wir hier im letzten Eck noch einen Schalter versteckelt. Ne, hier ist eigentlich nur Unrat. Das heißt, uns bleibt nichts anderes mehr übrig. Ich gehe jetzt nochmal zum Nekromanten. Ne, nicht zum Nekromanten. Ich nenne immer Nekromanten, zum Schwarzmagier. Nicht Schwarzmagier, sondern Schwarzmagier. Und, ja. Hofft, dass der Ring vielleicht doch der Stein der Elemente ist. Ihr wisst, es ist halt auch einfach über eine andere Sprachfamilie übersetzt. Das kann halt immer zu Missverständnissen in der Übersetzung führen. So genau weiß man das nie. Aber wir dopsen jetzt mal rüber, damit es schneller geht. Und das mit den drei Sockeln, das werde ich auch nicht angehen. Also der Sockel der drei Drachen. Vor allem, weil ich glaube, wir können die Quest auch erst fortführen, wenn wir das erledigt haben mit dem Stein der Elemente. Und entweder habe ich das komplett falsch zusammengeknüpft in meinem Kopf. Und es ist eine ganz andere verdammte Festung. Oder aber, hey, wir haben was übersehen. Ich habe ein paar Fragen zu den Prüfungen. Was interessiert? Wo sollte ich nach den Elementarstein suchen? Er wurde irgendwo in der verlassenen Festung verloren. Ja, mehr Informationen kriegen wir nicht. Und wir waren eigentlich überall drin. Und du bietest nur Scheiß an. Die Tränke brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ja, puh. Was? Ich Kreise der Magie können uns noch beibringen. Aber haben wir dafür überhaupt noch genug Lernpunkte über? Waldemar. Ich meine, wir kriegen ja eh keine Runen, weil wir haben keine mehr zu kaufen. Haben wir denn den Licht? Nee. Wenn die Lichtrune, hätte ich gesagt, die 10 Lernpunkte nehme ich mit. So, das will ich jetzt aber ganz kurz prüfen. Das müssen wir tun. So, hör mal auf hier. Verkaufst du hier? Er verkauft es nämlich eigentlich. Und Feuerregen verkauft er eigentlich auch. Und Armee der Finsternis. Und eine Todeswelle. Wie soll das jetzt machen? Wir machen das jetzt unkonventionell. Wir machen jetzt das hier. Und das hier. Monster schrumpfen nämlich auch mit. Und Feuerregen. Ja, unkonventionell, aber wir müssen, weil er sollte es eigentlich verkaufen. Und er tut es einfach nicht. Und jetzt nehmen wir diese 5 Dinge hier. Lernen mal kurz Kreis 1, weil Licht ist Licht. Bringt nur. Und danach legen wir irgendwo 2000 Gold in der Truhe. Lehre mich den ersten Kreis der Magie. Jetzt kannst du Zauber des ersten Kreises verwenden. Mit ihnen kannst du eine Ratte oder eine Hornisse rüsten, mehr nicht. Super, danke dir. Hast du irgendwo eine Truhe? Weil ich musste jetzt dein Gold Oldschool irgendwo hinlegen. Nee, der hat keine Truhe. Dann würde ich sagen, ich packe die 2000 Gold einfach in die nächste Truhe, die wir finden. Wie gesagt, unkonventionell. Aber er sollte eigentlich ein Händlerinventar haben. Und das wissen wir alle. Und das hat er nicht.
Also müssen wir uns anderweitig aushelfen. War hier eine Truhe? Also wenn du mal eine Truhe suchst, findest du keine. Ja, ich glaube, dann werde ich mich tatsächlich geschlagen geben, was das anbelangt. Waren die hier eine Truhe? Nee. Aber da hinten, der Schmied, der hatte doch eine Truhe, da bin ich mir sehr sicher. Ja, in der nächsten Folge würde ich sagen, machen wir die Hauptquest weiter. Es tut mir eigentlich echt leid. Ich dachte, wir finden den Stein. Das, also, der gibt's doch gar nicht. Kann doch gar nicht sein. So. Legen wir noch 2000 Gold hier rein. Oh, nicht 3000. Aber dann ist das auch einigermaßen fair. Haben wir quasi für bezahlt. Sieht zwar komisch aus, aber egal. Passt. Also in der nächsten Folge machen wir die Hauptquest weiter. Es tut mir echt leid, dass ich diese beiden Quests nicht angehen kann. Die eine ist, glaube ich, für die andere essentiell. Also wir können erst mehr über die Sockel erfahren, wenn wir quasi der Lehrling von dem Schwarzmagier geworden sind. Und das mit dem Stein der Elemente. Keine Ahnung. Steht auch in der Komplettlesung nichts drüber. Und wir waren überall in der verdammten Festung. Ich weiß nicht weiter, keine Ahnung. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge die Hauptquest weiter. Vielleicht führt die uns dann auch mal zur Festung. Das könnte natürlich sein. Das wäre dann total bekloppt, dass ich hier die ganze Zeit im Prinzip gegen die Wand renne. Aber egal. Nächsten Folge werden wir schlauer sein. Bis dahin. Tschüss.